Markenartikel. Und dann schließlich Benin Bratenfett. Das alles nochmal von mir dazu gesagt, im Augenblick noch mit Vorsicht als Vorwarnung für Sie. Am besten immer noch der Tipp von der Verbraucherberatung, erstmal Abstand zum Olivenöl. Wir kommen jetzt zu dem Teil, der immer lustig ist, nämlich dem Überblick über das Programm von West 3 heute Abend. Wir verraten nicht, was jetzt gleich kommt, sondern später gibt es dann West 3 aktuell um 20 vor 10, 21:55 betrogene Kinder, die kleinen Erwachsenen. Und um 23:35 sehen Sie etwas über die Freundschaft zwischen zwei Frauen. Marianne Enzensberger, eine Textdichterin aus der DDR, hat sich mit Marianne Rosenberg, einer Schlagersängerin aus Deutschland, angefreundet. Und das gibt es um 23:35. Und wenn Sie uns beide gleich nicht mehr sehen, sehen Sie Al Capone. Al Capone, den Gangsterfilm, der den Vorteil hat, Al Capone hat es tatsächlich gegeben. Und für Sie als Zuschauer wird wahrscheinlich interessant sein, wie weit deckt sich das, was Sie vom historischen Al Capone wissen, mit dem, wie Sie ihn im Film vorgeführt kriegen. Und das Ganze nimmt ein sehr überraschendes Ende. Also mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Richtig dabei, die Hauptrolle wird gespielt von Rod Steiger. Ich sage nur Rod Steiger und vielen Dank fürs Zugucken. Bis morgen. Tschüss. Tschö. Ich habe mich bemüht, aus meinen Erfahrungen einen bescheidenen Beitrag zu leisten und bin über den heutigen Tag recht befriedigt. Friedenshoffnung in Mittelamerika, Sandinisten und Contras vereinbaren Waffenruhe. Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zu West 3 aktuell. Und das sind weitere Themen der Sendung. Vanunu, lebenslang für Israels Atomspion. Recklinghausen, keine Hoffnung für Giftgasopfer. Skandal, giftiges Öl jetzt auch in Nordrhein-Westfalen. Und das Wetter, es wird nicht besser, im Gegenteil. Sie haben es gerade zu Beginn schon gehört. 9 Jahre nach dem Sturz des Diktators Somoza, nach Revolution und Bürgerkrieg, scheint nun endlich Frieden in Sicht für das Land. Im kleinen Grenzort Zapoa haben heute die Sandinisten und die Contras ihr Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. Es sieht im Einzelnen vor. Verlängerung der Waffenruhe bis zum 1. Juni. Rückzug der Contra-Rebellen in noch zu bestimmende Waffenstillstandsgebiete. Freilassung aller politischen Gefangenen. Sofortige Rückkehrmöglichkeit von im Exil lebenden Nicaraguanern. Völlige Medien- und Meinungsfreiheit. Beginn eines nationalen Dialogs zwischen Regierung und Opposition, an dem auch die Contras beteiligt werden. Mit dem Abkommen gehen die Sandinisten auf die meisten Vorschläge der Contras ein. Bisher hatten sie politische Konzessionen an die Rebellen abgelehnt. Nicaragua